Ja. Oh, stimmt, das gibt's ja auch noch. Da, sehr interessant. Das müsste ich auch noch mal irgendwann lernen. Ich brauche ja irgendwas, was meine Mana hochbringt. Ja, das ist schon mal gut. Das ist gut. Für deinen Besuch. Wir sind ja Magier und da können wir ab und zu mal gehauen werden und das wollen wir ja nicht, dass das zu sehr reinhaut. Nach links. Ist ein gewisser Abbas. Wo ist Abbas? Das ist nicht Abbas. Das ist auch nicht Abbas. Das ist Abbas. Hier siehst du die Früchte deiner Investition, mein Freund. Also lässt sich die Sache gut an. Sogar besser als erwartet. Als mein Partner profitierst du natürlich vom Erfolg. Hier ist dein Gewinn und obendrauf bekommst du eine handgefertigte Rüstung aus unserer Herstellung. Wie hast du das Geschäft wieder so schnell zum Laufen gebracht? Zum Glück konnte ich die meisten meiner früheren Kunden zurückgewinnen. Sogar so viele, dass ich nicht genug Geld habe, um die Materialien für die ganzen Bestellungen auf einmal einzukaufen. Trotzdem hast du mir meine Beteiligung ausgezahlt? Das ist doch selbstverständlich. Die Geschäfte laufen ja gut. Wir sind nur noch nicht so groß, wie wir einmal waren. Wie viel brauchst du, damit du alle Bestellungen anfertigen kannst? Der Schmied schätzt 5000 Auras. Das würde uns ausreichend Luft verschaffen. Hier sind die 5000. Hoffentlich bekommen sie viel Nachwuchs. Ich bin nicht deshalb so erfolgreich, weil ich die falschen Entscheidungen treffe. Außer vielleicht in Bezug auf meinen früheren Partner. Komm in ein paar Tagen vorbei, dann sollten wir bereits gute Fortschritte gemacht haben. Oh ja, wunderschön. Ja, wie viel Geld habe ich eigentlich? Genug. Das ist ja mal cool. Ja, eine handgefertigte Rüstung. Wow. Interessant. Leichter brauche ich die nicht. Echt schade drum. Ja. Ja, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte von aus links, da hoch wollte ich. Ich bin, glaube ich, immer noch der Einzige, der kein Pferd hier benutzt. Ich finde die Steuerung vom Pferd einfach. Wow. Okay. Bitte störe unsere Trauer nicht. Mein Sohn. Verschwinde, du Leichenfledderer. Hey. Wartet, er lebt noch. Was sagst du da? Sie begraben ihn bei lebendigem Leib. Bist du ganz sicher? Überzeug dich doch selbst und schau ihn dir an. Beruhige dich, ich bin gleich wieder da. Dich schickt der Himmel. Ja, natürlich, du bewegst dich ja. Geh zur Seite, du halbe Portion. Halbe Portion? Holla, die Waldfee. Nicht, dass ich aus Versehen den Falschen treffe, das wäre sonst ein bisschen blöd. Wieso ist die ausgerechnet ein Zombie? Interessant. So, und? Ja.
Was geht hier vor sich? Was ist das für ein Wesen? Mein... Ich... Okay. Das war nicht meine Großmutter. Vielleicht ein Dämon? Bei den Göttern. Meine Mutter. Raida. Sie sind alle fort. Alles in Ordnung? Das würde ich nicht gerade sagen. Aber du hast immerhin sein Leben gerettet. Bitte sprich mit ihm. Jetzt kann ich mit ihm sprechen. Vielen Dank für dein beherztes Eingreifen. Wer hätte je gedacht, dass ich mal von meiner eigenen Beerdigung gerettet werden muss? Ja, normalerweise kennt man das nur von Hochzeiten. Guter Witz. Und vermutlich das letzte Späßchen, das ich so schnell zu hören kriege. Ich bin bei der Bruderschaft. Ich weiß, was du meinst. Schon mal darüber nachgedacht, Mitglied zu werden? Ein paar neue Beziehungen können nie schaden. Ich muss mich jetzt erstmal von dem Schreck erholen. Wenn du willst, dann komm später in der Gilde vorbei. Ich brauche noch ein wenig... Eingang der Gilde. Was für eine Gilde? Wo? So. Beerdigung mit Hindernissen. Okay. Der Pain Dome. Ja, da gehen wir mal hin. Oh Mann, ich krieg da bestimmt sowas von den Arschfeuer, oder? Ja, okay. Was soll's? Hoffentlich gibt's da hinten irgendwo noch einen Teleporter. Das ist er? Nee, oder? Nee, das ist er nicht ganz. Aber wer sind die da, du? Oh, schöne Rüstungen. Cool. Aha. Skillbuch des mentalen Angriffs. Okay. Was ist denn bitte ein mentaler Angriff? Muss ja hier irgendwo stehen. Was sieht mental aus? Okay. Wow, das ist ja mal cool. Was ist denn bitte das Haus hier? Ist vielleicht nützlich. Die Zukunft der Gilde hängt von meiner Arbeit ab. Von den Waffen, die ich hier stelle. Du siehst also, ich habe zu tun und du hältst mich von der Arbeit ab. Sieht mir aus wie jemand von der Handwerkergilde. Willkommen hier bei uns. Vielen Dank. Bin ich hier richtig bei der Kriegergilde? So ist es. Nichtmitglieder können nur unsere Geschäfte besuchen. Andere Dienste setzen eine Mitgliedschaft voraus. Aber schau dich doch einfach mal um. Tatsächlich hätte ich Interesse daran, in der Gilde aufgenommen zu werden. Eine Aufnahme geht nicht so ohne weiteres. Du brauchst schon Empfehlungen. Wenn du... Okay. Aber dieses Bild hier hinten, die kennen wir doch. Sind anscheinend ziemlich bekannt. Die Leute. So. Was ist hier unten? Und wieso kann ich mit dem Skelett reden? Na komm. Jetzt habe ich das Skelett gefunden. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Ah, hier. Bogenbauer. Wo geht's hier eigentlich runter? Das ist verschlossen. Sieht mir auch ziemlich gruselig aus. Was willst du? Ich bin hier, um zu kämpfen. Du machst Witze, habe ich recht? Sehe ich so aus? Kommt drauf an. Kennst du das Passwort?
Du kannst einen Schoppen Blut schlucken, bevor dir schlecht wird. Ah, Besel. Richt ihm einen Gruß von mir aus, falls du ihn lebend wieder siehst. Dann mal willkommen in Pain Dome. Es gibt ein paar einfache Grundregeln hier. Regel Nummer 1: Sprich niemals über den Pain Dome. Verstanden? Und die anderen? Die anderen was? Du hast gesagt, Regel Nummer 1. Sei kein verdammter Klugscheißer. Bist du bereit für deinen ersten Gegner? Haben sie ein bisschen den Fight Club auf die Hörner genommen. Ja, bin ich.